Wenn bei deinem gewünschten Bachelor-Studiengang diese Bewerbungsart verlangt wird, gehst du folgendermaßen vor. Folge dem Link Bewerbung-Einschreibung. Hier wirst du zum Bewerbungsportal Hochschulstart geführt. Alternativ erreichst du es über hochschulstart.de. Dort gehst du auf Bewerbungsportal. Besitzt du eine Bund-ID? Dann kannst du dich hier direkt anmelden. Solltest du keine Bund-ID besitzen, musst du dich zunächst registrieren und danach hier links anmelden. Wie du dich registrierst, zeigen wir dir in einem weiteren Video. Lies zunächst die Verfahrenshinweise, bevor du deine Bewerbung startest. Wähle das Semester, in dem du mit deinem Studium beginnen möchtest. Prüfe kurz deine persönlichen Daten. Wurden sie korrekt übernommen? Wenn ja, gehst du zurück auf die Startseite und machst Angaben zu deiner Hochschulzugangsberechtigung. In den meisten Fällen wird es das Abitur sein. Wo hast du es erworben? Hier lädst du dein Zeugnis hoch. Auch hier prüfst du deine Angaben und gehst wieder zur Startseite. Unter Studienangebote suchst du jetzt nach deinem gewünschten Studiengang. Wähle eine Hochschule aus. Hier führt dich ein Link zum Bewerbungsportal Anton, dem Bewerbungsportal für medizinische und pharmazeutische Studiengänge. Auch dort registrierst du dich zunächst. Überlege dir ein Passwort. Dieses Passwort gibst du hier nochmal ein. Gehörst du zu einer dieser drei Gruppen? Deine Daten werden von hochschulstart.de übernommen. Unter Gruppe wählst du deine Hochschulzugangsberechtigung aus. Wenn du Abitur hast, klickst du auf die allgemeine Hochschulreife. Wo und wann hast du sie erworben? Dann wählst du deinen gewünschten Studiengang aus und wo du am liebsten studieren möchtest. Hier kannst du die möglichen Hochschulen priorisieren. Solltest du nämlich mehr als nur ein Zulassungsangebot erhalten, muss klar erkennbar sein, wo du lieber hin willst. Du solltest also deine Wunschuniversität unbedingt auf Platz 1 setzen. Wenn du mehr über die Priorisierung wissen willst, findest du auch dazu ein Video. Hast du dich früher schon einmal an einer bestimmten Universität für diesen Studiengang beworben und eine Zulassung erhalten, konntest das Studium jedoch nicht antreten, weil du erst noch einen bestimmten Dienst geleistet hast, dann setzt du das Häkchen für Vorwegzulassung bei der entsprechenden Universität. Sollten dir einige der hier geforderten Daten schon vorliegen, kannst du sie eintragen. Ansonsten klickst du weiter und holst die Angaben zu einem späteren Zeitpunkt nach. Prüfe alle deine Daten sorgfältig. Wenn bestimmte Angaben nicht zusammenpassen, wirst du darauf hingewiesen und kannst sie korrigieren. Jetzt musst du nur noch auf Daten übermitteln klicken und dein Antrag ist abgeschlossen. Wenn später ein Studienangebot für dich vorliegt, erhältst du eine E-Mail. Wenn du dich für dieses Studium endgültig entscheiden möchtest, musst du auf hochschulstart.de dieses Angebot annehmen. Danach erhältst du einen Zulassungsbescheid sowie einen Link zur Einschreibung an der HHU. Wie die abläuft, erklären wir dir im Video zur Einschreibung. Und wenn du wissen willst, nach welchen Kriterien die Studienplätze bei medizinisch-pharmazeutischen Studiengängen vergeben werden, klick auf das Video Studienplatzvergabe NC bundesweit.